Ja, herzlich willkommen zu unserer Spezialsendung von Angekommen in Fürth. Wir senden heute von der Innenstadtbibliothek aus Fürth ganz live. Also das heißt, ich begrüße ganz herzlich die ganzen Zuschauer, die heute hier vor Ort sind, aber natürlich auch die Zuschauer, die von daheim vom Bildschirm zuschauen und uns heute eben durch den Abend mit begleiten. Ich bin Hendrik, ich moderiere heute durch die Sendung und Ferras moderiert mit mir. Auch ich freue mich sehr auf erste Stunde Sendung und auf volle Telegäste in Angekommen Live. Ja, Gäste ist ein Stichwort. Wir haben heute ganz viele verschiedene Gäste vor Ort, die wir interviewen. Besonders möchte ich auch Herrn Markus Braun als Bürgermeister der Stadt Fürth begrüßen, der heute hier ist und auch später im Interview einige Fragen beantworten wird. Und dann ist auch noch Ronny Markus von Fußballerein Größter Fürth zu Gast. Fußball ist ja momentan sehr aktuell. Ja, vielleicht hat dieser Fußballer auch dann einen Tipp für das heutige Spiel. Und wir haben heute auch was ganz Besonderes eben vor. Wir möchten auch Sie, liebe Gäste vor Ort, einladen, bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Ein ganz niedrigschwelliges Gewinnspiel einfach von uns. Und zwar haben Sie auf dem Tisch verschiedene Karten von Angekommen in Fürth, so kleine Postkarten. Da können Sie einfach Ihren Tipp für das Spiel heute Abend, Portugal gegen Polen, eingeben. Einfach 1-1 oder 1-0 oder je nachdem, wie Sie denken, wie es ausgeht. Und wir haben eine Glücksfee heute hier, darf ich vorstellen. Dimitra, sie wird heute noch durch den Saal gehen, hier durch die Terrasse, über die Terrasse und einfach schauen, wer da jetzt gerade fertig ist mit seiner Karte. Einfach nach oben halten, dann kommt sie zum Tisch und wird ihre Karte entgegennehmen. Das Ganze hat natürlich auch einen Gewinner dann am Ende. Wir werden, wenn das Spiel zu Ende ist, dann mal auslosen, wer da vielleicht was gewinnt. Wichtig ist dabei, dass Sie natürlich auch Ihre Adresse mit draufschreiben oder E-Mail oder Telefonnummer, irgendwas, wo man Sie halt kontaktieren können. Dann kann man einen Frühstücksgutschein gewinnen und zwar hier auf der Terrasse. Der wird Ihnen dann zugeschickt. Das werden wir dann quasi noch telefonisch oder je nachdem, welchen Kontakt Sie auf die Karte schreiben, ausmachen und mit Ihnen dann absprechen. Genau, also es lohnt sich. Schreiben Sie durch was drauf. Müssten überall Stifte und auch diese kleinen Kärtchen rumliegen auf den Tischen. Da können Sie einfach reinschreiben, welchen Tipp Sie haben und Ihren Namen halt dazu. Genau. Dann danke ich dir, dass du das machst und genau, einfach die Karte hochhalten, dann kommt sie zum Tisch und wird sie abholen. Sie wird auch später noch ein Interview führen und da werden wir sie dann nochmal auch erleben am Mikrofon. Ja, und damit das an diesem Ort auch entgebrochen unterhaltsam wird, haben wir uns heute den Fortmusik Carlo Comoro eingeladen. Genau. Und das Ganze läuft natürlich von der Medienkampagne Angekommen in Fürth, die heute im Mittelpunkt steht, da sie 2 Jahre alt wird und wir jetzt eben 2 Jahre verschiedenste Projekte und so weiter durchgeführt haben. Und das ist jetzt so die Spezialsendung dazu. Jetzt geht's aber erstmal los mit einem kleinen Videoclip. Und zwar zeigen wir zum Einstieg einen kurzen Animationsfilm von unserer Redaktion Angekommen TV. Da ist Ferras zum Beispiel dabei oder Alessia, die dort hinten am Foto steht. Aber wir haben auch ganz viele andere Mitglieder, die noch dabei sind, aber die jetzt von daheim zuschauen, da sie heute Prüfung haben. Aber nun ist genug geredet. Dieser Clip zeigt, woher die ganzen verschiedenen Redaktionsmitglieder kommen, aus welchen Ländern und so weiter. Lassen Sie sich überraschen. Film ab. Video.
Faras, du bist ja auch in dieser Redaktion und wir haben ja da jetzt schon ein bisschen gesehen, woher du vielleicht kommst. Aber vielleicht kannst du es nochmal sagen, woher kommst du? Ja, ich komme aus Syrien und ich bin seit 2 Jahren hier in Deutschland. Wie angekommen fühlst du dich hier in Fürth? Was bedeutet für dich angekommen sein? Angekommen für mich bedeutet, dass ich nach Deutschland gekommen habe. Ja, und dass ich weiter studieren in Deutschland kann und ja, und eine gute Leben zu haben. Ja. Genau, toll, dass du da bist. Wir haben jetzt auch, und dass du vor allem jetzt schon so gut Deutsch kannst, dass du hier moderierst. Ich denke, das ist vielleicht ein kurzer Applaus auch wert. Ja. In der Redaktion sind natürlich noch andere, ich habe es vorhin schon angesprochen, die haben gerade Prüfung, die möchten wir einfach kurz grüßen an den Bildschirmen daheim. Und Alessia, die fotografiert, ist auch dabei. Und wenn da jemand Lust hat, auch mitzumachen, kann er jederzeit auf uns zukommen. Ja, wir haben vorgestern erzählt, dass warum wir heute hier an diesem Ort sind und unsere Sendung machen. Ja, genau. Und da haben wir auch einen Videoclip vorbereitet, den wir euch jetzt dann alle zeigen wollen. Den habt ihr, du und Tobi, haben den ja angefertigt und er zeigt einfach, was diese Bibliothek hier ist, wo wir von senden und ja, zeigt ein paar Impressionen. Film ab. Wir sind sehr froh, dass wir heute hier in der Bibliothek zu Gast sein dürfen. Hier neben mir sitzt Melina, eine Mitarbeiterin der Bibliothek. Hallo, hallo Melina. Hallo. Ja. Wie lange gibt es denn diese Bücherei schon? Also diese hier, die Innenstadt. Die Innenstadtbibliothek ist noch ganz jung. Die gibt es erst seit Ende April, da haben wir hier die Eröffnung gefeiert. Aber die Bücherei an sich gibt es schon viel, viel länger. Und ja, 20 Jahre lang war in der Innenstadt keine mehr, aber jetzt sind wir wieder da. Okay. Wie lange besucht ihr Bücherei? Sind da auch viele Jugendliche dabei? Ja, Jugendliche kommen auch, aber das Publikum ist bunt gemischt. Also vom kleinen Krabbelkind bis zur Rentnerin und Rentner ist wirklich jeder vertreten. Jugendliche kommen natürlich auch und noch viel, viel mehr Jugendliche sind natürlich herzlich willkommen. Okay, haben Sie auch Bücher speziell für Migranten, also auch in anderen Sprache? Ja, wir haben extra eine Sparte, die heißt leichte Sprache, also explizit zum Deutschlernen in einfacher Sprache verfasst. Wir haben aber auch Lernmaterialien über Wörterbücher und Deutschkurse. Also kommt alle zum Lernen. Okay, was ist das Besondere Ihrer Bücherei? Das Besondere ist, dass wir zum einen endlich wieder in der Innenstadt vertreten sind, auch hier in Einkaufsnähe, dass vielleicht auch ein bisschen anderes Publikum jetzt auch hierher kommen kann. Und es liegt viel zentraler, ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Das Besondere ist auch, neben dieser Dachterrasse, dass es ja, ein offener Treffpunkt ist für jeden. Also
ihr könnt herkommen, um einen Kaffee zu trinken und eine Zeitung zu lesen, aber auch die Literatur zu nutzen, Bücher auszuleihen. Wir sind eine sehr moderne Bibliothek, also zum einen haben wir lange Öffnungszeiten, was an die Öffnungszeiten des Cafés gekoppelt sind. Ihr könnt euch Bücher auch noch am Sonntagabend ausleihen und zurückgeben. Es gibt freies WLAN, aber es ist auch einfach ein Treffpunkt, ein Aufenthaltsort, ein offenes Haus. Okay, also wir finden diesen Ort hier wunderbar. Was meinst du, Hendrik? Ich finde diesen Ort auch wunderbar. Es ist wunderschön hier oben, auch mit dieser tollen Aussicht, die man hier oben genießen darf. Also man hat es ja vorhin schon in der Kamera gesehen, wir haben hier wirklich einen Rundumblick um die Stadt. Ein Ort zum Entspannen, vor allem wenn die Sonne scheint, so wie heute. Und wir werden uns jetzt auch ein bisschen entspannen. Und zwar darf ich begrüßen Carlo Gamora, der heute Musik macht für uns und heute das erste Lied spielt, und zwar Erinnerungen. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit dem Song. Ja. Oh. Alle wollen Geld, wir wollen losfahren. Wir leben zu schnell und wollen nur fahren. Ich erinnere mich an Ecstasy und Snoop Dogg. Sieh nur an ihr Ecstasy. Wow. Alle wollen Geld, wir wollen losfahren. Wir leben zu schnell und wollen nur fahren. Ich erinnere mich an DMX und Oldschool Rap. Sie jagen nur ihr Koks und Pep. Ey, darf ich vorstellen? Ein 90er Kind. Ich lebe über den Wolken, sie leben stumm und blind. Hier kommt die Stimme der Schwachen. Ey, wir leben zu schnell, verpassen das Beste und sehen nicht die Welt. In all ihren Farben und all den Lichtern, die mich täglich anstrahlen. Und all den Nazis, die mich dazu täglich anstarren. Lass sie doch, mach doch nichts. Krass im Kopf. Hass sie nicht, denn sie lernten es nicht besser in ihrem Leben. Ausländer Hass seit Geburt an am Verstehen. Eine Sache von Neid mit einer Mischung aus Angst. Hier kommt der Retter befreit all diese Menschen. Verdammt, wir ziehen an einem Strang für den Frieden. Viele sind gegangen, die Erinnerungen blieben. Peace für die Welt, bessere dein Karma. Fick auf Medizin, Bitch, und auf dein Psychiater. Alle wollen Geld, wir wollen losfahren. Wir leben zu schnell und wollen nur fahren. Ich erinnere mich an Ecstasy und Snoop Dogg. Sieh nur an ihr Ecstasy. Wow. Alle wollen Geld, wir wollen losfahren. Wir leben zu schnell und wollen nur fahren. Ich erinnere mich an DMX und Oldschool Rap. Sie jagen nur ihr Koks und Pep. Ich gleite im Chiller-Modus durch Raum und Zeit. Auf der einen Seite Freund und auf der anderen Feind. Auf der einen Seite Freude, auf der anderen schreit mein Kopf die Freiheit, ich wollte high sein. Ständig auf der Jagd nach Weed, gefangen in Verplantheit. Ich rufe jeden auf zur Bekämpfung der Apartheid. Wieso sind die 90er so depressiv? Und wieso leben alle nur so exzessiv? Hört mir zu, ich erzähl euch eine Geschichte. Sie begann so in den 90ern, ungefähr in der Mitte. Ich wurde geboren, ein neuer Schreiber, der rappt. Ein Teil von mir selbst verstarb bei dem Gedanken an Geld. Doch ich lernte schnell, Geld stinkt, Freiheit bleibt für ewig. Deswegen befreie ich mich aus dem Käfig. Folgt mir, der Himmel euch erwartet. Ein, zwei Narben machten noch niemanden hart, denn deine Seele bleibt unberührt. Kämpf für den Frieden, fick auf jeden, der ihr Hass schürt. Der Gedanke an die Sonne mich stärkt. Ich mach immer Lärm, damit sie verstehen, es ist mir ernst. Was wollen sie tun? Nichts passiert. Wir bleiben stehen. Integriert, informiert, ausgelacht, abserviert, imprägniert. Dankeschön. Ja, das war Carlo Gamora mit seinem Song Erinnerungen. Danke für dieses Lied, war super Sache. Wir werden ihn später auch nochmal hören. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Gast auch auf unsere Bühne, Bürgermeister Markus Braun, der uns schon öfters Rede und Antwort gestanden hat bei verschiedenen Aktionen. Wir haben ihn auch schon in unserer Rikscha interviewen dürfen. Schön, dass Sie heute da sind. Und Ferras, du darfst ihn jetzt ausfragen. Mal gucken, was für Fragen du dir überlegt hast. Danke, Hendrik, das würde ich tun. Hallo, Herr Bürgermeister Braun. Hallo. Was verstehen Sie eigentlich unter Angekommen in Furt? Also ich habe das kennenlernen dürfen als ein tolles Projekt, das sich mit den Menschen beschäftigt, die neu zu uns kommen, aber auch mit den Menschen, die hier die neuen Menschen bei uns in Empfang nehmen. Und wenn es dabei hilft, wirklich Menschen, die zu uns kommen, möglichst schnell hier eine Heimat zu geben in unserer Stadt,
dann ist das was ganz Wertvolles und was ganz Wichtiges. Okay, und wie kann man in Fürth gut angekommen? Also ich glaube, man muss sich auf Fürth einlassen. Fürth ist bunt, nicht schwarz-weiß. Fürth lebt von der Vielfalt, nicht von der Einfalt. Und ich glaube, die Menschen in Fürth sind offen für Neues und für neue Begegnungen, für Begegnungen mit Menschen, in denen, glaube ich, auch viel voneinander und miteinander gelernt werden kann. Also auf die Menschen zugehen, mit den Menschen sprechen, eine gemeinsame Sprache miteinander sprechen. Ich glaube, dann ist schon fast ganz viel gelungen für ein Zusammenkommen. Okay. Wie viele Menschen leben eigentlich in Fürth? Die Migranten, Migranten-Schnitt, Migrationshintergrund haben. Ja. Also wir haben in der Stadt Fürth insgesamt 125.000 Menschen, die in unserer Stadt mittlerweile leben. Es kommen jedes Jahr 1.000 bis 1.500 Menschen dazu. Und der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ist so bei 16-17%. Also das ist wirklich ein starker Anteil in unserer Bevölkerung, auch mit ganz unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Und das Schöne ist, dass das Zusammenleben der unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen und Religionen eigentlich in vielen Bereichen ganz selbstverständlich funktioniert. Wenn ich da an die Kindertagesstätten denke, an den Schulen, da funktioniert das tägliche Miteinander wirklich ganz hervorragend und ganz selbstverständlich. Okay. Und was hat eine Stadt wie Fürth von dieser Vielfalt von Nationalitäten? Also ich glaube, erstens mal können wir ganz viel von und miteinander lernen. Zweitens mal ist es eine Bereicherung auch für unser kulturelles Leben. Wir lernen, glaube ich, Menschen und kulturelle Ausdrucksformen im Bereich Gemälde, Theater, in den unterschiedlichsten Bereichen kennen, die wir gar nicht kennenlernen, wenn die Menschen nicht bei uns wären. Und wir profitieren auch ganz praktisch hier zum Beispiel von dem wunderbaren italienischen Café, von dem türkischen Restaurant, von dem griechischen Gastronom. Das macht unser Leben wirklich sehr viel fältiger und sehr viel reicher, als wenn es diesen, sag mal, Hintergrund und diese Vielfalt in unserer Stadt nicht gäbe. Okay. Was tun Sie oder die Stadt für junge Menschen, damit die gut angekommen? Also wir bemühen uns ganz intensiv, bei den ganz Kleinen schon anzufangen, bevor die den Kindergarten besuchen, dass sie in den Familien Unterstützung bekommen, um möglichst schnell die Sprache zu lernen. Da gibt es sogenannte Hippie-Kurse, wo Sprachvermittler in die Familien gehen. Wir bemühen uns, für die Kinder im Kindergartenalter, für jedes Kind einen Kindergartenplatz zu schaffen, weil wir überzeugt sind, je jünger die Menschen zusammenkommen, umso schneller und leichter erlernen sie die Sprache. Wir versuchen in den Schulen zusätzliche Klassen einzurichten, die diese Begegnung und das Sprachenerlernen erleichtern, bis hin zu den Berufsschulen, wo wir jetzt im letzten Jahr insgesamt 16 Berufsintegrationsklassen eingerichtet haben. Und wir sind überzeugt, wenn uns da, sagen wir mal, das gelingt, eine gute Basis zu schaffen, dann wird die Integration in unserer Gesellschaft für alle Menschen wirklich auch gelingen können. Okay, vielen Dank, Herr Bürgermeister, für Ihre Unterstützung und dass Sie sich immer für uns Zeit nehmen. Vielen Dank für das tolle Interview. Danke Ihnen. Ja, das war das Interview mit Herrn Bürgermeister Pfarrer Braun, Herr Braun. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch noch einen Videoclip vorbereitet, und zwar ist diese Medienkampagne ja jetzt seit 2 Jahren aktiv. Wir haben da ganz viele verschiedene Projekte und sonstige Sachen gemacht, die man in dem nächsten Clip sehen wird. Und ja, das darf ich euch jetzt präsentieren. Viel Spaß mit dem Clip, der 2 Jahre Rückblick zeigt.
Ja, das war der Film, der unsere Medienkampagne kurz vorgestellt hat. Das waren so die Projekte und Sachen, die wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Ganz vielfältiges Programm. Unsere Medienkampagne angekommen wird eben 2 Jahre. Das ist so die Feier, was wir auch heute quasi austragen durch diese Spezialsendung. Und wir haben da ganz viele verschiedene Begegnungen und Projekte in den Jahren gemacht mit ganz vielen verschiedenen Leuten, mit Schulen, Integrationskursen, mit Musikern, Sportlern, Fußgängern in der Fußgängerzone. Also wir haben auch ganz viele Umfragen gemacht. Vielleicht kennen Sie uns daher auch mit unserer kleinen blauen Rikscha, die man auch in dem Video sehen konnte. Aber auch mit Politikern und verschiedenen Vorbildern und Paten, die da mitgemacht haben und diese Kampagne mit bereichert haben. Und das waren wirklich 2 richtig schöne, tolle Jahre. Unsere Kampagne angekommen in Fürth, Sie haben es hier überall rumliegen, auf den Flyern oder auch auf den Plakaten stehen und auch auf unseren T-Shirts hinten steht es ja drauf. Das ist so die Kampagne, die jetzt uns wirklich auch in den letzten Jahren viel Spaß bereitet hat. Wir haben versucht, jungen Menschen, vor allem mit Migrationshintergrund, Plattform zu bieten, wo sie sich auch positiv darstellen können, zeigen können, was sie auch alles so drauf haben, was sie so mitbringen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch in dieser Kampagne das Ziel, dass wir versuchen, die Zusammenarbeit und Anregungen mit verschiedenen Partnern und Unterstützern zu zeigen den jungen Menschen, die hierher kommen, dass sie einfach auch die Möglichkeit haben, da neue Anregungen zu bekommen. Wie kann ich hier ankommen in Fürth? Also da geht es quasi darum, sich auch mal Tipps zu holen, zu gucken, wer kann das erfolgreich oder wer hat es erfolgreich geschafft, hier in Fürth anzukommen und was muss ich tun, damit ich das quasi auch schaffe. Und da wollen wir eben eine Plattform stellen und dafür ist diese Medienkampagne gedacht. Wir wollen eben auch die Menschen aus unterschiedlicher Herkunft auch zusammenbringen. Da sind natürlich auch die Fürther mit inkludiert. Also wer da quasi Lust hat, zusammenzukommen, kann auch bei uns mitmachen. Und bei den verschiedenen Aktionen ist natürlich auch immer jeder herzlich willkommen. Und wir freuen uns, wenn wirklich viele verschiedene Menschen da zusammenkommen. Ja, das Ganze soll eben auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Und deswegen haben wir eine Website, einen YouTube-Kanal und natürlich sind wir auch auf Facebook und machen eben solche Sendungen wie das hier oder eben verschiedene Videoclips mit den Jugendlichen. Und die kann man sich dort angucken. Sie war schon vorhin die Website-Adresse und so weiter eingeblendet. Aber für die, die jetzt gerade daheim sitzen, die können auch nochmal auf www.angekommen-in-fürth.de schauen und dann sieht man da, was so alles denn schon lief in diesen 2 Jahren. Ja, wir haben jetzt einiges an Informationen Ihnen mitgeteilt, was denn so in den 2 Jahren passiert ist und was die Kampagne so ausmacht. Wer Lust hat, da mal mitzumachen, der kann sich beim Jugendmedienzentrum Connect melden, weil dieses Jugendmedienzentrum Connect koordiniert diese Kampagne. Also daher kommen wir, daher auch die große Medienausstattung und so weiter. Wir machen diese Kampagne eben jetzt seit diesen 2 Jahren. Jetzt ist die Frage gerade, wo Ferras ist. Der hat sich nämlich gerade vom Acker gemacht und steht ganz da hinten, wie ich sehe. Die Kamera schalten jetzt mal um zu Ferras. Was machst du da? Hallo Hendrik, ich glaube, du brauchst dringend ein Cola. Ich bin beim Christian in der Kaffeeterrasse. Und du hast so viel erzählt, das hast du bestimmt jetzt unheimlich durch. Ich kann ja nicht, da ich noch Ramadan habe. Hallo Christian. Eine kleine Tonstörung, wir müssen kurz gucken, weil die Funkstrecke abgebrochen ist, dass das Mikrofon wieder in Reichweite ist und wir den Ton wieder hören. Kleinen Moment, passiert manchmal bei solchen Live-Sendungen, dass dann auch mal was schief läuft, aber das macht den Charme ja gerade aus. So, jetzt schaue ich mal, ob da schon was passiert ist. Hallo. Ja, Ferras, ich höre dich zumindest, es rauscht noch ein bisschen. Vielleicht kommst du noch ein bisschen vor mit ihm und dann notfalls lass dir die Cola halt sein, auch wenn ich einen wahnsinnigen Durst habe. So, das zweite Mikrofon kommt und jetzt gleich geht's weiter. Danke für die Geduld. Du hast hier ja einen super Arbeitsplatz. Kannst du die Aussicht genießen neben der Arbeit oder bist du davor zu beschäftigt? In der Früh kann ich es schon ein bisschen genießen am frühen Abend,
Aber währenddessen bin ich tatsächlich mit Arbeiten beschäftigt. Okay, aber sag mal, du kommst doch auch aus einem anderen Land, oder? Ja, meine Eltern stammen ursprünglich aus Italien. Okay, warum bist du nach Fort angekommen? Meine Eltern sind ausgewandert und ich wurde quasi reingeboren in die Sache. Ja. Okay, so jetzt bringe ich Hendrik seinem Cola. Tschüss, Christian. Ciao, wieder. Dankeschön. Ciao. Wunderbar, die Cola kommt auf den Weg. Die kurze Zeit nutze ich, um ganz kurz noch die Paten vorzustellen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, unser Projekt hat verschiedene Paten und das sind Menschen, die wirklich aus den verschiedensten Bereichen kommen, meistens auch einen Migrationshintergrund haben, sind meistens Leute aus verschiedenen Einrichtungen, auch sozialen Einrichtungen. Ich habe auch schon gesehen, es sitzt auch jemand zum Beispiel hier im Publikum. Hier in der ersten Reihe kann ich gerade Malvina sehen, die eine unserer Patinnen ist. Vielleicht kannst du kurz mal winken, damit die Zuschauer sehen, wer sich hier auch mit engagiert. Sie ist beim Internationalen Bund tätig und das ist super, dass du hier bist. Das freut uns sehr. Wir haben auch noch ganz viele andere Paten, die mitmachen. Da wird jetzt gleich das nächste Video drum gehen. Danke für das, für die Cola. Wunderbar. Und dann sage ich einfach gleich Film ab. Danke, dass ihr diesen Job macht und dass ihr euch damit engagiert in dieser Kampagne und wirklich eure Sicht mit einbringt und den Jugendlichen auch Tipps gibt oder auch einfach da seid, wenn irgendwelche Fragen entstehen. Film ab. Für mich bedeutet hier angekommen zu sein, dass ich mich hier wohlfühle, dass ich hier Leute kenne, die mich unterstützen, die meine Fragen beantworten können. Es braucht eine Kampagne für eine erfolgreiche Integration, weil die Leute noch sehr wenig darüber wissen, dass es auch einfach erfolgreiche Migranten hier gibt. Für mich steht der Mensch im Vordergrund, der ist für mich im Mittelpunkt. Es ist egal, was er für eine Hautfarbe hat, was er für eine Herkunft hat. Wohlfühle, und das spiegelt sich auch hier in Fürth wieder, dass wir sehr multikulturell leben. Ich glaube, es ist wichtig, das Ganze zu sehen. Ich glaube, es hängt nicht nur von dieser Kampagne statt, sondern von mehreren Kampagnen zu sehen, dass eine erfolgreiche Integration nicht nur davon abhängt, dass man gut Deutsch spricht. Da braucht man einfach Menschen, die einen so annehmen, wie man ist. Und einfach mit Mängeln, also in dem Fall dann die Sprachschwierigkeiten, einen dann so annehmen, wie es ist. Integration geschieht für mich mehr im Herzen, also wirklich im Innersten des Menschen. Integration für mich persönlich bedeutet auf jeden Fall schon mal, dass wir oder dass Menschen miteinander leben können, ohne jegliche Vorwürfe oder Vorurteile gegenüber anderen zu haben. Also wenn ich Bürgermeister von Fürth wäre, würde ich vielleicht so allgemein Projekte starten oder auch durchführen lassen, wo eben Jugendliche verschiedenster Kultur miteinander eben sich unterhalten, sich treffen. Ja, grundsätzlich einfach, dass Personen um mich herum sind, die ich mag, die ich schätze und mit denen ich zusammen lebe, und das ist für mich Heimat. Wenn ihr einen Traum habt, dann versucht diesen Traum zu verwirklichen. Es ist immer möglich, mit allem etwas zu erreichen. Man muss einfach nur dranbleiben und immer dafür kämpfen und diesen Weg gehen. Wenn ihr was im Kopf habt, dann verfolgt das. Weicht nicht von dem Weg ab und ganz wichtig, ihr müsst ein Ziel haben. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst ein Ziel haben und euch darauf fokussieren, dann funktioniert das auch. Von den Patienten nur zu unserem nächsten Gast. Fußball ist ja gerade das Durchthema hier. Und in ganz Europa, die Europameisterschaft wird ja auch als Chance gesehen, dass wir alle wieder etwas zusammenrücken. Sport als Brückenbauer zwischen Nationen und Menschen. Sieht das unser Gast auch so? Hallo Ronny, schön, dass du trotz intensiver Trainingszeit heute zu uns geschafft hast. Du bist ja auch erst seit Anfang des Jahres als neuer Spieler zu Greuther Fürth gekommen. Wie hast du dich seitdem beim Verein und vor allem in Fürth eingelebt? Bist du angekommen? Ja, ich würde schon sagen, ich bin angekommen. Wurde ziemlich schnell und auch gut von der Mannschaft aufgenommen.
Habe jetzt meine Wohnung und habe Fürth auch schon auf eine schöne Art und Weise kennengelernt. Also hier kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen und so geht es mir auch, ja. Und was ist für dich an und in Fürth besonders oder auch anders? Anders ist es, war ja vorher in Hamburg und das ist im Vergleich hierher schon ziemlich laut und hektisch gewesen. Und das ist mal schön, dass es eine Stadt ist, die mal ruhig und gemütlich ist. Also das passt schon ganz gut. Du selbst bist ja in Deutschland in Oldenburg geboren und dein Vater kommt aber aus Mosambik. Das bedeutet rein formen, dass auch du Migrationshintergrund hast. War das für dich jemals ein großes Thema oder was hat das für dich bedeutet? Für mich persönlich war es nie ein großes Thema. Ich wurde damit aber auch so nie wirklich konfrontiert, also auch nie im negativen Sinne, eher im positiven Sinne. Aber so war es eigentlich nie ein Thema, nein. Ist Fußball tatsächlich ein Sport beziehungsweise ein Ort, in dem Nationalitäten, unterschiedliche Kulturen und Religionen keine Rolle spielen? Wie erlebst du das? Ja, spielen absolut keine Rolle, denn man merkt es und sieht es auch immer wieder. Ich glaube, wenn Leute Fußball spielen und gemeinsam auf dem Platz stehen, dann ist es völlig egal, welche Nationalität, welche Hautfarbe oder sonst was. Da geht es einfach wirklich nur um Spaß. Und was ist für dich wichtig, wenn man als junger Mensch etwas erreichen will, entweder persönlich oder beruflich? Hast du da einen Tipp? Ja, schon. Also das ist, glaube ich, auch ganz einfach. Man sollte nie aufhören, an sich selbst zu glauben. Demetra, jetzt hast du schon mal einen Profi da. Dann sollten wir ihm auch gleich fragen, wenn er als Europameister sieht. Zuvor hatte ich aber noch gerne den Tipp von unseren Zuschauerinnen. Was haben Sie gebetet? Also ich bin mir ganz sicher, dass Deutschland den Titel holt. Wer sonst? Okay. Ja, Deutschland, Europameister, oder? Nicht gewettet, aber ich würde es auch mal einem anderen Land gönnen. Was haben Sie? Also ich rechne mit Deutschland und wenn es Deutschland nicht wird, dann helfe ich zu Island. Okay. Dankeschön. Und Ronny, was glaubst du? Also ich glaube, Europameister ja, wird schon Deutschland und falls sie das Deutsche nicht packen, dann würde ich es Frankreich gönnen. Und meine letzte Frage, hilft die EM wieder Europa zusammenzubringen? Also sportlich gesehen auf jeden Fall schon. Beim Rest wird man auf jeden Fall sehen. Wir hoffen es auf jeden Fall. In diesen Zeiten wäre das sehr schön. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du heute da warst und wünschen dir weiterhin viel Erfolg und dass du Fürth noch mehr schätzen lernst. Ja, jetzt gehe ich schon auf den Ende unserer Sendung zu, bevor der Carlo nochmal ein Lied präsentiert. Habe ich noch zwei Fragen an dich. Was ist dein Top für den Europameister? Ja, schwer zu sagen. Ich denke mal, Deutschland wird es schon holen. Aber ich sage auch, wenn nicht, dann würde ich es entweder Frankreich oder Belgien gönnen. Okay, was bewegt dich und was willst du mit deinen Songs rüberbringen? Ja, also mich bewegt eigentlich alles. Also ich lasse mich von ziemlich allem inspirieren, vom Leben, von Erinnerungen, von Erfahrungen. Und ich hätte natürlich am liebsten, dass mit meiner Musik, dass die Menschen vielleicht ein bisschen nachdenken, dass sie auch das große Ganze sehen und auch mal ein bisschen raus aus dem Alltag kommen und einfach das Leben ein bisschen genießen. Okay, wo kann man noch mehr von dir zu hören bekommen? Also ich habe einen YouTube-Channel, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Einfach auf YouTube Carlo Gomorra eingeben, also Gomorrah. Da habe ich einen Channel und ansonsten habe ich auch schon ein Mixtape auf carlogomorra.bandcamp.com. Da kann man auch mal reinhören. Okay, was hören wir jetzt von dir?
Jetzt kommt von mir und natürlich von der bezaubernden Dame da drüben guter Tag. Okay, bitteschön. Danke. Na-na-na. Na-na-na. Heute ist ein guter Tag, ich geh raus, zeige allen diesen Superstar. Keine Trauer, denn mein Leben ist cool. Mache Kunst in der Stadt, kenn mich eh schon genug. Ja, das Leben ist gut, steig ins Auto und fahr rum. Ein, zwei Blunts und deine Sorgen sind dumm. Ja, bin an Bord mit den Jungs, lassen Kassen kaufen und am Basketball spielen, weil der Tag gerade lacht. Bis zum Abend wird's fies, jedes Mal ohne Kies. Ist doch egal, denn wenn du's trotzdem genießt, mach ich einen Zehner für klar und lass das Abenteuer starten. Meine Jungs sind ne Mischung aus Peter Pan und Johann Ferdi Jansen. Wenn du willst, dann schließ dich an, Junge, folge dem Gesang. Wenn nicht, bis irgendwann, ich mach das, was ich so kann. Ja, und wenn du denkst, von mir denkst, ist mir egal, CA, der Richtung Freiheit lenkt. Heute hab ich einmal keinen Stress, chillen auf der Couch. Denn heute ist ein guter Tag. Na na na, na na na, na 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 na. Heute hab ich einmal keinen Stress, chillen auf der Couch. Denn heute ist ein guter Tag. Na na na, na na na. Na-na-na-na. Lass die Sonne strahlen, dein Gesicht knallen und denk immer positiv, weil du ansonsten nur noch in den Seilen hängst. Keiner hält dich auf, lebe dein Traum. Meine Zeit ist knapp, nur deswegen lebe ich ihn auch. Ja, ein Carlo, zwei Carlo, drei Carlo, vier. Vergiss mal deinen Alltag und fliege mit mir. Wir sind gekommen, um zu siegen. Lass dir nichts verbieten, deine Freunde bleiben Freunde. Du musst dich für nichts verbiegen. Zu sagen, ich wäre gut, wäre schon etwas untertrieben. Denn nur durch meine Stimme lernst du es, dich zu verlieben. Ja, schmeckst du den Erfolg? Kannst du ihn sehen, denn mein Name wird eines Tages in Farben in allen Sternen stehen. Doch bis dahin lebt den Abend, als wäre es dein letzter, zu spät zum Fragen. Nebenbei, und was du von mir denkst, ist mir egal, CA, der Richtung Freiheit lenkt. Heute hab ich einmal keinen Stress, chillen auf der Couch. Denn heute ist ein guter Tag. Na na na, na na na. Na 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 na, heute hab ich einmal keinen Stress, chillen auf der Couch. Denn heute ist ein guter Tag. Na na na, na na na, na 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 na. Heute hab ich einmal keinen Stress, chillen auf der Couch. Denn heute ist ein guter Tag. Na na na, na na na, na 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 na. Heute hab ich einmal keinen Stress, chillen auf der Couch. Denn heute ist ein guter Tag. Na na na, na na na, na 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 na. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Carlos. Gerne. Das wäre jetzt wirklich mit unserer Sendung. Wir danken allen, die heute bei uns zu Gast waren und natürlich auch unseren Zuschauerinnen. Ja. Vielen Dank auch an all die heute hier im Interview waren. Sie sind hier nochmal um mich versammelt, sitzen nochmal da. Danke an, jetzt gucke ich kurz auf die Liste, Ronny von Greuther Fürth, an unsere Gastgeberin Melina, und die von der Volksbücherei hier in Fürth da ist. Dann Christian Fischer, Silvia, ist das der komplette Name? Gut, vom Café Terrassa. Schön, dass du auch heute da warst und das Interview gemacht hast. Und natürlich auch an Bürgermeister Markus Braun. Vielen Dank für das Interview. Und auch natürlich ein herzliches Dankeschön an unsere Glücksfee, die heute hoffentlich einige Zettel eingesammelt hat. Wer noch welche auf dem Tisch hat für dieses Gewinnspiel, was wir gemacht haben, und noch einen Tipp abgeben will für das Spiel heute Abend, der dürfte es gerne noch machen. Einfach nochmal draufschreiben, ganz kurz, wie es ausgehen soll, 1-0 oder wie auch immer. Den Namen draufschreiben oder irgendwie einen Kontakt, dass wir sie kontaktieren können. Und dann wird es heuer nach dem Spiel ausgelost und der Gewinner kriegt einen Frühstücksgutschein hier von dem Café Terrassa und kann dann hier in Ruhe mal schlemmen auf dieser wunderschönen Dachterrasse. Ohne Notar. Also wir machen das Ganze hier also vom Jugendmedienzentrum Connect aus. Das heißt, es ist alles total niedrigschwellig. Man braucht doch keine Angst haben wegen Werbung oder sonstiges. Es ist einfach nur so ein kleines Gewinnspiel, was wir jetzt heute für diese Sendung machen. Das heißt, keine Angst, einfach kurz den Tipp draufschreiben und dann ist die Sache auch schon erledigt. Und mal gucken, vielleicht sind Sie ja dann der Gewinner, der letztendlich diesen Frühstücksgutschein gewinnen kann.
Ja, wir haben auch ganz viele verschiedene Aktionen noch vor. Also die Kampagne ist noch nicht zu Ende. Wir werden auch weiterhin einiges planen und durchziehen. Ferras, wo sind wir denn demnächst dann so, an welchen Aktionen? Ja, wir sind wieder in Aktion Erleben Möchte, kann uns am 9. Juli beim 16. oben Eierdecke Contest am Liedenhain oder beim Summer Jam oder Sommerfest am 22.07. beim Jugendlichen Haus Hardhohe erleben. Genau, also wer am 16. Open Air Dance Contest im Lindenheim mit dabei sein möchte, kann da gerne Ausschau halten nach unserer Rikscha. Sie haben sie ja im Video schon gesehen, dieses kleine blaue Mobil, das mit Batterie und Solar fährt quasi, also total umweltfreundlich. Da sind wir wieder vor Ort mit unseren Kameras und so weiter und werden dort auch die Aktion mit begleiten und auch wieder mit einem Stand dabei sein. Außerdem eben bei dem Summer Jam, wie der Ferras schon gesagt hat, und beim Sommerfest am 22.07. im Jugendhaus Hardhöhe. Diese Rikscha ist unser mobiles TV-Studio und wer da auch mal Lust hätte, ein Interview mit uns zu führen oder sowas, der kann da natürlich gerne mit vorbeigucken. Wer da keine Zeit hat und trotzdem noch mehr wissen möchte über unsere Medienkampagne, der kann auch sich im Internet nochmal auf unserer Homepage umschauen. Wie gesagt, www.angekommen-in-fürth.de oder auf Facebook einfach mal angekommen in Fürth eingeben, da sind wir auch, und in YouTube findet man auch schon einige Videos, wo ihr vielleicht auch die paar Leute, die jetzt hier hinter der Kamera stehen und so weiter, sehen werdet. Ja, wir hoffen, euch und Ihnen hat die Sendung gefallen und Sie begleiten uns auch weiterhin bei Angekommen in Fürth. Jetzt möchte ich einfach nochmal einen Applaus an die ganzen Leute, die im Hintergrund mitgewirkt haben, bitten, weil die haben wirklich viel geleistet. Die ganzen Kameraleute und die hinten an den Bildschirmen sitzen, die Musik steuern und so weiter. Ich denke, das ist einen fetten Applaus wert und den geben wir denen jetzt noch. Ja, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben, dass Sie zugeschaltet haben im Internet. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Schön, dass Sie dabei waren. Es war wirklich toll und wir haben uns eine richtig schöne Sendung hier jetzt gar nicht so schön vorstellen können. Und mit Ihnen ist das natürlich umso mehr Erfolg. Ja, Dankeschön und wir verabschieden uns. Schönen Abend noch. Ja, auf Wiedersehen. Leute kenne, die mich unterstützen. Leute kenne, die mich unterstützen.